Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Royale Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon im Titel seht, lassen wir heute alle mittelschweren Fleischfresser gegeneinander antreten. Das heißt, alle Fleischfresser bis maximal 5 Tonnen, damit sind die ganz großen, wie zum Beispiel der Tyrannosaurus, der Spinosaurus und sowas, sind damit draußen und wir haben nur so die, ja, mittelgewichtigen, mittelgroßen Fleischfresser gegeneinander. Dadurch wird das Ganze nochmal ein bisschen spannender und vielleicht haben wir dann auch mal einen anderen Dinosaurier, der hier gewinnt. Weil in einem normalen Fleischfresser-Battle Royale oder im Kreidezeit-Battle Royale hat man ganz gut gesehen, dass sich die großen Fleischfresser schon sehr, sehr stark gegen die mittelgroßen durchsetzen können. Und heute ermitteln wir mal den stärksten Fleischfresser von allen Fleischfressern von Jurassic World Evolution unter 5 Tonnen. Außer natürlich die ganz kleinen, die nicht gegen die großen kämpfen. Die sind wieder außen vor, das ist ja ganz klar, die Leichtgewichter. Aber ansonsten treten hier alle Fleischfresser unter 5 Tonnen an, beziehungsweise bis 5 Tonnen, weil der Suchomimus ist, glaube ich, der schwerste, der wiegt nämlich genau 5 Tonnen. Alle anderen sind dort runter mit dem Gewicht. Aber wir kommen gleich dazu, welche Dinosaurier hier genau gegeneinander antreten. Die Regeln sind natürlich wie immer, alle Dinosaurier kommen hier in diese Arena, die wir sehen. Und dann kämpfen sie gegeneinander. Und der Letzte, der steht oder überlebt, gewinnt hier das Ganze. Und ihr übernimmt natürlich wieder die Dinosaurier. Und wer hier die Dinosaurier übernimmt, dazu kommen wir auch gleich. Aber der Gewinner, der gewinnt dann natürlich auch wieder einen 5€ Amazon-Gutschein. Kennt ihr ja schon alles. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt die Dinosaurier frei und dann geht das Ganze hier los. Den Allosaurus übernimmt Deutz LP. Der Baryonyx geht an LL2712. Den Carcharodontosaurus übernimmt Marco Schneider. Der Carnotaurus ist der heutige Mitglieder- bzw. VIP-Dinosaurier und geht an die Unterstützer von meinem Kanal. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Kanal supportet und einer von euch wird hier den Carnotaurus übernehmen. 6 von euch haben einen Kommentar geschrieben, nämlich Lekröte, Zelda-Fanboy, Miss Dado, Lea Ewald, Lars Ballsieper und Leon. Und wir drehen jetzt das Rad und ermitteln, wer hier von euch den Carnotaurus übernehmen wird. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, drehen das Ganze. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer es sein wird. Und es wird Miss Dado. Ich glaube, du hattest noch nie Glück. Jetzt hast du Glück. Du übernimmst den Carnotaurus hier. Und ich bin sehr gespannt, wie weit es schaffen wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Viel Glück. Mit dem Ceratosaurus tritt heute an Hidan 893. Thank you.
Mit dem Majungasaurus geht Mori 5-6 Bra an den Start. Der Metriacanthosaurus geht an Sigrun Sikowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Suchomimus geht an Angela Pluscard. So, die letzten Dinosaurier landen jetzt hier. Und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil schon einige Fleischfresser hier langsam wieder Hunger bekommen. Wenn man hier mal schaut, der Carcharodonto zum Beispiel, der ist schon hier, geht so ein bisschen auf den roten Bereich zu. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt hier direkt beginnen, weil wenn dann einer stirbt hier, können die Fleischfresser ja wieder futtern sozusagen. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und starten hier das Ganze. Gehen in die Sandkasteneinstellung, stellen hier die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Maximum und dann geht das Ganze hier los. Der Gewinner kann wie immer einen 5 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Das kennt ihr ja schon und ich drücke natürlich allen Kandidaten hier die Daumen. Los geht's. Jetzt kommt es wieder darauf an, wer hier als erstes gegeneinander antreten wird. Der Suchomimus legt sich erstmal schlafen. Das ist gar nicht so verkehrt. Weil wenn er schläft, kann er nicht kämpfen. Da hinten, die beiden legen sich sogar beide schlafen. Das ist sehr, sehr smart von denen. Wir sehen jetzt hier den Carcharodontosaurus gegen den Baryonyx. Den Cerato gegen den Majungas, glaube ich. Ja. Und im Hintergrund den Kano gegen den Allo. Ja, wir haben gerade ganz gut alles im Blick. Ist immer sehr, sehr schwer, alles im Blick zu behalten. Die beiden da hinten sind ganz gemütlich am Schlafen. Die machen alles richtig. Das ist, glaube ich, der Metriacanto und der Sucho. Und hier sind jetzt schon einige bei niedriger Gesundheit. Sieht hier nicht gut aus für den Baryonyx. 27% gegen 49%. Ist sehr, sehr ausgeglichen hier. Aber jetzt geht hier der Baryonyx, glaube ich, als erster zu Boden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der Baryonyx scheidet hier leider als erstes aus. Ist, glaube ich, auch somit der kleinste Kandidat gewesen von den mittelschweren. Die anderen vier da im Hintergrund trennen sich jeweils. Und der Baryonyx ist leider ausgeschieden. Das ist, LL war's. Du bist leider ausgeschieden. Und jetzt kämpfen der Suchomimus und der Metriacanto gegeneinander hier. Die anderen sind jetzt erstmal alle auseinander, sind aber, glaube ich, alle sehr geschwächt. Ich glaube, von der Körperstatur an sich oder Größe ist hier der Carcharodonto der größte oder der Allo, einer von beiden. Aber die wiegen beide jeweils unter 5 Tonnen, glaube ich. Außer ich habe einen Fehler gemacht, aber das können wir gerne gleich nochmal nachschauen, wenn ich dran denke. Ist der jetzt hier tot? Nee, der schläft. Okay. Ansonsten ist hier alles gerade ganz entspannt. Nur die beiden hier kämpfen gegeneinander, sind auch beide bei niedriger Gesundheit. Alle anderen ruhen sich so ein bisschen aus. Und ihr seht schon, der Carcharodonto, den habe ich ja gerade gezeigt, der kriegt schon langsam Hunger. Aber der kann jetzt wieder fressen, seinen erlegten Baryonyx. Das ist schon mal ganz gut. Viele legen sich jetzt hier schlafen, trinken, fressen, stärken sich wieder. Die beiden sind hier immer noch am Kämpfen. Also das hält jetzt schon sehr, sehr lange an. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier einer von den beiden gleich drauf geht. Aber, nee, es sieht gut aus. Metriacanto hat nur noch 22% und der Suho 45%. Aber sie gehen trotzdem jetzt hier erstmal auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt hier erstmal alle eine Pause machen oder ob es jetzt hier weitergeht. Der Majunga schläft nur, der Allo schläft nur. Der Baryonyx ist bis jetzt der Einzige, der ausgeschieden ist hier. Aber er hat sich auch direkt einen sehr, sehr harten Kontrahenten hier ausgesucht, also einen sehr, sehr starken. Und ich glaube, jetzt kämpft hier der Cerato gegen den Kano. Ja. Und das sieht jetzt hier nicht gut aus für den Ceratosaurus. Ah, die beiden sind trotzdem noch sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt, oh, jetzt sind beide sehr, sehr niedrig von der Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt hier nochmal auseinandergehen. Nein, tun sie nicht. Der Cerato schnappt hier nochmal zu. Und das war es jetzt leider für unseren VIP, beziehungsweise Mitglieder-Dino, mit Mistado. Die scheidet leider aus.
Aber trotzdem vielen Dank fürs Teilnehmen. Herr Cerato. Der Hidan kickt dich hier aus dem Battle Royale. Die anderen im Hintergrund, die kämpfen, glaube ich, gar nicht, oder? Stellen die sich gerade zum Kampf auf oder brüllen die nur ein bisschen rum? Gute Frage. Der Alo, der tibbelt auf jeden Fall da ganz komisch umher. Ja, so langsam erholen sich die Dinosaurier hier. Die einzigen, die noch sehr stark angeschlagen sind, sind der Metria und der Cerato. Aber ich glaube, jetzt kämpfen hier der Mayunga gegen den Alo. Zumindest steht der Mayunga hier bereit. Aber der Alo will irgendwie nicht so richtig. Oder doch, jetzt geht's hier los. Mayunga gegen Alo. Und ich glaube, das könnte hier der Alo gewinnen. Ja, oder auch nicht. Also es ist hier, der Mayunga wehrt sich auf jeden Fall mit allem, was er hat. Kann sich jetzt aber hier leider nicht durchsetzen. Der Alo ist natürlich auch um einiges schwerer und größer noch. Aber noch keiner der Schwergewichte hier. Wie gesagt, ich habe alle Dinosaurier unter 5 Tonnen, beziehungsweise inklusive 5 Tonnen mit hereingenommen. Der Suchomimus war, glaube ich, der schwerste von den Kandidaten hier. Zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich hoffe, ich habe mich jetzt echt nicht verguckt. Weil ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, darüber, dass der Carcharodonto zu schwer ist und der Alo. Weil die sind schon sehr, sehr groß. Aber ich glaube nicht. Wir können es gleich nochmal nachprüfen. Auf jeden Fall haut der Carcharodontosaurus jetzt hier den... Welcher war es denn? Der Metriacanthosaurus raus. Damit bist du leider ausgeschieden, Sigrun. Wer war das hier vorne? Das war Mori. Und jetzt haben wir nur noch 4 Kandidaten hier im Rennen. Nämlich den Alo, den Carcharodonto, den Sucho und den Cerato. Ich glaube, das sind so echt mit die schwersten Dinosaurier. Was ist denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Läuft dann das Spiel weiter? Oh, hier habe ich sogar. Genau, der ist nur 4 Tonnen schwer. Ich mache es mal eben ganz schnell. Ich hoffe, wir verpassen hier nichts. Und der ist sogar nur 2,3 Tonnen schwer. Also der schwerste Kandidat ist hier der Suchomimus mit 5 Tonnen. Also alle unter 5 Tonnen. Habe ich alles richtig gemacht? Haben wir jetzt hier was verpasst? Nein, alles noch im grünen Bereich. Alles super. Oh, jetzt kämpft hier der Suchomimus gegen den Ceratosaurus, wie es aussieht. 44% gegen 78%. Das sieht hier nicht gut aus für den Cerato. Die beiden Großen halten sich, oder die beiden etwas Größeren, halten sich jetzt hier geschickt raus. Der Carcharodonto steht. Und der Alo da hinten, der chillt auch sein Leben so ein bisschen. Und ich glaube, der Ceratosaurus wird jetzt hier gleich ausscheiden gegen den schwersten Kandidaten hier. Was man ihm gar nicht ansieht, ne? Der sieht jetzt nicht so aus, als wenn er das Doppelte von dem Alo wiegt, der Suchomimus, wenn man ehrlich ist. Aber ich bin hier halt auch nach Gewicht von diesen Jurassic World Evolution Einträgen gegangen. Die scheinen aber auch echt nicht richtig zu sein. Also, wenn man überlegt, dass der Sucho hier, leider bist du ausgeschieden, Hidan, wenn man überlegt, dass der hier 5 Tonnen wiegt und der nur 2,4 Tonnen, also das ist schon krass. Dass der Carcharodonto 4 Tonnen wiegt, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Und er kassiert jetzt hier erstmal. Ich glaube, das wird jetzt hier richtig, richtig ausgeglichen bei den beiden. 26% leben nur noch beim Alo und 51% beim Carcharodonto. Und das sieht ganz und gar nicht gut aus hier für den Alo. Ich glaube, der Allosaurus könnte jetzt hier ausscheiden, hat den Kopf auf jeden Fall gesenkt. Und der Carcharodonto packt ihn am Kopf, bringt ihn zu Boden und damit ist der Allosaurus ausgeschieden. Einer der Top-Favoriten hier von den Werten auf jeden Fall. Deutz LP, du bist leider ausgeschieden. Und Marco Schneider ist jetzt hier sozusagen im Finalkampf gegen Angela Pluscard mit dem Suchomimus. Beide sind ungefähr ausgeglichen. Der Suchomimus hat etwas mehr Leben hier als der Carcharodontosaurus. Das könnte natürlich ein großer Vorteil sein. Und es kommt jetzt auch wieder darauf an, wie lange die beiden jetzt sich Zeit lassen zu regenerieren. Jetzt gerade sieht es noch nicht so aus, als wenn sie hier direkt weiterkämpfen wollen. Ich glaube, es geht jetzt hier weiter. Die beiden laufen gerade aufeinander zu. Und das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. 85% gegen 73% beim Carcharodonto. Und der Carcharodonto schnappt jetzt hier zu. Und damit ist der Suchomimus bei weniger Leben hier. Es wird sich jetzt hier entscheiden zwischen Marco und Angela. Bin super gespannt hier. Ich glaube, die besseren Werte hat hier der Carcharodontosaurus vom Angriffs- und Verteidigungswert. Und er schlägt jetzt hier auch nochmal zu. Jetzt ist der Suchomimus nur noch bei 27% Leben und der Carcharodonto immer noch bei 73%.
Aber der Suchomimo schlägt jetzt zurück und macht auch echt viel Schaden. Aber der nächste Treffer könnte jetzt hier entscheiden. Wird auf jeden Fall nochmal ordentlich gebrüllt. Und jetzt kommt es wirklich drauf an. Wer schnappt zu? Es ist der Suchomimus. Und jetzt 27% gegen 25%. Also super, super knapp und spannend hier. Und die beiden trennen sich jetzt hier auch nochmal. Also das ist hier wirklich ein sehr, sehr spannendes Finale. Der Kacharodonto ist richtig am Taumeln, wenn er hier wegrennt. Und das wird jetzt vermutlich wieder ein bisschen dauern, bis es hier weitergeht. Oh, ich glaube, jetzt geht es hier schon weiter, Leute. Es ging jetzt schneller als gedacht. Ihr seht ja, 37% gegen 40%. Und der Suchomimo schnappt direkt zu. Jetzt nur 15% beim Kacharodontosaurus. Aber der wehrt sich hier. Und jetzt hat der Suchomimo auch nur noch 11%. Der nächste Treffer wird jetzt hier das ganze Battle Royale entscheiden. Aber die beiden trennen sich hier direkt wieder, glaube ich. Ja, sie gehen hier wieder auseinander. Okay, das ist ja unglaublich. Wir haben jetzt wirklich nur noch 12% gegen 16%. Und das ist hier super, super knapp und ausgeglichen. Ich bin echt gespannt, wer von den beiden sich durchsetzen kann. Wird es Angela sein mit dem Suchomimus? Oder wird es Marco Schneider sein mit dem Kacharodontosaurus? Oh, ich glaube, jetzt geht es hier weiter. Der Suchomimus hat 24%, der Kacharodonto 28%. Der erste Treffer, der jetzt hier gelandet wird, könnte das ganze Battle Royale hier entscheiden. Beiden brüllen sich jetzt hier an. Und der Kacharodonto schnappt zu. Damit ist der Suchomimus bei 1%. Und damit sollte es Marco Schneider hier geschafft haben. Und ja, er packt den Suchomimus, den schwersten hier von dem ganzen Battle Royale, am Kopf. Bringt ihn zu Boden und holt sich somit hier den Sieg von dem Mittelgewicht, Mittelklasse Battle Royale. Herzlichen Glückwunsch, Marco Schneider. Du hast es geschafft mit dem Kacharodontosaurus. Hast du hier gewonnen. Du gewinnst einen 5€ Amazon-Gutschein. Musst mir ja einmal im Discord schreiben. Der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann erhältst du deinen Gutschein. Ich würde sagen, jetzt nochmal als kleine Belohnung für den Sieg eröffnen wir hier das Tor. Das haben wir beim letzten Mal nämlich vergessen. Und dann kannst du dir nochmal so einen kleinen Menschen-Snack gönnen, wenn du das möchtest. Wir gehen mal hier so in die Verfolgerperspektive. Und ich bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mal mitmachen wollt bei dem nächsten Battle Royale, was ich hier auf meinem Kanal machen werde, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare Hashtag BR schreiben. Und mit etwas Glück werdet ihr dann ausgelost. Und natürlich die Mitglieder und VIPs, die haben immer diese Bonuschance noch. Oh Gott, was macht er denn jetzt? Die haben immer diese Bonuschance noch mit dem Extraplatz. Also ihr werdet auf jeden Fall belohnt dafür, dass ihr mich supportet. Und das war's von mir. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.